Jedes Jahr kippen wir laut einer Veröffentlichung 25 Tonnen Sonnencreme in die Weltmeere, also 1 Liter pro Sekunde. Gesunde Bräune und gesunde Umwelt. Sonnencremes sorgen für einen guten Schutz vor UV-Licht und mit den richtigen Produkten übernimmst du Verantwortung für Haut und Umwelt. Wie das geht, erfährst du hier. Mein Name ist Dr. Lies Martin, Hautärztin in Weiterbildung und ich bin hier, um dir zu sagen, Cremen mit gutem Gewissen ist möglich. Es gibt nicht toxische Filter mit ökofreundlichen Formulierungen, die hautverträglich und biologisch abbaubar sind. Gleich besprechen wir die wichtigsten Eigenschaften, die ein Sonnenschutz beinhalten sollte, damit du dir über die Umwelt zumindest in diesem Punkt weniger Gedanken machen brauchst. Doch davor starten wir mit den verschiedenen Möglichkeiten eines Sonnenschutzes. Zum einen gibt es nämlich die sogenannten chemischen, zum anderen die physikalischen Sonnenschutzfilter. Chemisch bedeutet, dass in der Tiefe der Haut eine Umwandlung der UV-Strahlung in Wärme erfolgt. Physikalisch bedeutet, dass der Sonnenschutz sich auf die Haut auflegt und dort zu einer Reflexion der UV-Strahlung führt. Zuletzt gab es immer wieder Nachrichten in den Medien zu kritischen Inhaltsstoffen bei chemischen Sonnenschutzfiltern. Das Gute bei den Sonnenprodukten von Avène: Hier werden nicht toxische Filter eingesetzt, die keine Auswirkung auf Korallen, Phytoplankton und Zooplankton haben. Octocrylen ist ebenso nicht enthalten. Eine weitere Eigenschaft, auf die man bei Sonnencremes zusätzlich achten kann, ist die Verpackung. Denn es entsteht natürlich Müll, der anschließend entsorgt werden muss. Good News? Auch hier, die neue Verpackung in einem Öko-Design hat 63% weniger Plastik und ist aus recyceltem Plastik hergestellt. Warum ich das als Ärztin wichtig finde? Unser Schutz sollte zusätzlich mit der geringsten Belastung für die Umwelt erfolgen. Das Ganze läuft bei Avène unter dem Motto Skin Protect, Ocean Respect. Schauen wir uns nun aus der Avène-Reihe 2 Produkte an, die genau diese Versprechen halten und jetzt in den sonnigen Tagen ideal für die Haut eingesetzt werden können. Erstens Sonnencreme SPF 50+, ohne Duft, sowie zweitens das Sonnenfluid SPF 50+, ebenfalls ohne Duft. Während die Creme etwas reichhaltiger ist, verteilt sich das Fluid sehr schnell auf der Haut und auch sehr leicht. Es kommt also auf deinen Hautzustand und deine Vorliebe an, was sich besser für dich eignet. Übrigens, auch ein Half Blue Light Filter ist bei diesen, aber auch vielen weiteren Produkten enthalten. Und wenn du mehr zu der Mission und Verantwortung von Avène zu diesem Thema wissen möchtest, findest du den entsprechenden Link unten in den Videoinformationen. Und nun bist du dran. Was möchtest du noch gerne über Sonnenschutzprodukte wissen? Schreib es in die Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn du einen Like hinterlässt und den Kanal abonnierst, in dem regelmäßig neue Inhalte zu diesem, aber auch vielen weiteren Themen veröffentlicht werden.